Schließlich war ich mit dieser Frau 5 Jahre zusammen, haben 2 gemeinsame Kinder. Von daher fällt es mir umso mehr schwer, dieser Frau gegenüberzutreten, beziehungsweise all die Geschehnisse, die passiert sind, die auf ihr Konto geht, denn sie ist ja nicht ohne Grund angeklagt. Der Angeklagten wurde vorgeworfen, durch Unterlassen fahrlässig den Tod der Tochter Leonie verursacht zu haben. Sie war beim Eintreffen in die damals gemeinsame Wohnung mit dem zwischenzeitlich rechtskräftig verurteilten Stiefvater, hatte sie festgestellt, dass das Kind schwere Verletzungen aufgrund vorangegangener Tätigkeiten durch den Stiefvater erhalten hat oder gezeichnet war, und sie hätte bei rechtzeitiger Hilfe, Herbeiholen von rechtzeitiger medizinischer Hilfe, den Tod verhindern können. Meine persönlichen Erwartungen sind ganz klar eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung, auch wenn sie nicht vorbestraft ist oder sonst irgendwas etc. Für mich ist es ganz klar, fahrlässige Tötung. Wenn ich ganz weit aushole, würde ich sogar behaupten wollen, dass es Beihilfe war, weil sie hat ja aktiv versucht, mir die Kinder vorher zu enthalten. Vorbereiten darauf kann man sich nicht. Ich denke eher, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Sollten die Gefühle mich so sehr überwältigen, dass ich das Gefühl habe, den Sitzungssaal zu verlassen, werde ich das tun. Aber ansonsten werde ich dieser Frau einfach keine Nichtachtung geben. Einfach darum, ihr den Gefallen zu geben, noch irgendwelches Blickes zu würdigen, beziehungsweise irgendwelche Achtung meiner Seite ihr zu geben. Also von daher, von meiner Seite her gibt es da null Achtung, keinen Blickkontakt, nur noch Verachtung. Zum seelischen Zustand würde ich sagen, meiner Seite her stabil, mit natürlich Unterstützung. Ich muss Tabletten nehmen, ich bin medikamentös nicht eingestellt worden. Dass ich überhaupt irgendwie abends zur Ruhe komme, dass mein Körper zur Ruhe kommt, dass ich irgendwie einschlafen kann, beziehungsweise dass ich neue Kraft entwickeln kann für unseren gemeinsamen Sohn, der mittlerweile bei mir lebt und auch bei mir leben wird und auch bleiben wird. Ich hoffe einfach nur, dass die Gerechtigkeit für all diese Kinder, die in diesem Land misshandelt worden sind und beziehungsweise es noch werden, einfach ein Zeichen zu setzen, die Augen offen zu halten, beziehungsweise präsent zu sein und den Staat zu zeigen, dass Kinder, dass auf seelische Kinderseelen nicht rumgetreten werden. Sie soll das Gefühl haben, dass sie nicht beachtet wird und von der Gesellschaft so behandelt wird, wie sie es verdient hat. Denn schließlich hat sie zugelassen, dass ihre Kinder misshandelt werden bis hin zum Tod. Das Gericht hat die Angeklagte zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Dabei hat das Gericht auch deutlich herausgestellt, es verkennt nicht, dass die letztlich zum Tod des Kindes führenden Verletzungen von dem Stiefvater verursacht wurden. Aber es hat auch deutlich herausgestellt, dass die Angeklagte, sofern sie rechtzeitig Hilfe geholt hätte, hätte den Tod des Kindes verhindern können. Das Gericht hat die Angeklagte, die Frau, zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Diese Verurteilung ist für die Nebenklage ein gerechtes Urteil, auch hinsichtlich des Ausspruches 2 Jahre ohne Bewährung. Das Gericht hat das umfassend und gut begründet, warum es die
Angeklagte für schuldig hält. Und es hat auch das begründet, warum sie die Freiheitsstrafe nicht zur Bewährung aussetzt. Die Schuld wiegt einfach zu schwer. Hier ist ein Mensch ums Leben gekommen, nämlich ihre eigene Tochter. Und da kann es nicht aufwiegen, nach meiner Auffassung, dass man sagt, naja, Kind ist halt tot, aber ich hatte eine schwierige Kindheit, das wollen wir nicht so direkt verbinden, das wäre vielleicht polemisch, aber dass das Kind tot ist und ich hatte selber ein schwieriges Leben und meine Beziehungen waren in der Vergangenheit nicht einfach und ich habe mich eigentlich für die Zukunft gebessert. Sie hat es mitverantwortet. Das Gericht hat eindeutig gesagt, sie hatte genügend Möglichkeiten gehabt, den Tod des Kindes zu verhindern, zumindest den Todeseintritt zu verzögern. Also kam rüber, als wenn sie sich das alles über sich ergehen lassen hatte. Also kaum Reaktion gezeigt in meinen Augen. Und gut, ich habe von meiner Seite her auch jeglichen Blickkontakt vermieden, weil ich ihr der Würde einfach nicht entgegenkommen wollte und ihr zeigen wollte, dass sie halt Blickkontakt haben, das wollte ich ihr nicht geben. Das Urteil ist wie folgt ausgefallen, 2 Jahre ohne Bewährung. Was mich persönlich erstaunt hat, habe ich persönlich nicht mitgerechnet, denn ich habe eher mitgerechnet, dass das Gericht bzw. die Richterin den Antrag von der Staatsanwaltschaft folgt, 2 Jahre mit Bewährung. Deswegen war es umso überraschender, dass das Urteil halt ohne Bewährung ausgefallen ist und ein Stück weit eine Last abgefallen ist. Ich bin mit dem Urteil zufrieden. Da das Ziel ja meiner Seite her zu 100% war, dass sie eine Freiheitsstrafe ohne Bewährung bekommen. Wie wird das für Sie jetzt weitergehen? Ja, erstmal sagen lassen. Klar ist ein Stück weit Last abgefallen. Dennoch ist noch bis nächste Woche Mittwoch abzuwarten, was die Verteidigung jetzt noch macht, ob jetzt nur Rechtsmittel eingelegt werden, ob Revision eingelegt oder Berufung eingelegt wird. Sollte bis nächste Woche Dienstag nichts eingegangen sein, so ist am Mittwoch nächste Woche das Urteil rechtskräftig. Und somit können ich und mein Sohn anfangen, ein Stück weit wieder in Normalität ins Leben zurückzukommen. Was natürlich nicht leicht ist, aber dennoch nicht aufschlagbar.